Oh mein Gott, so lautet manchmal ein Verzweiflungsruf. Und eigenartigerweise sagen das zum Teil sogar Atheisten, die nicht an Gott glauben. Irgendwo hilft es, sich an Gott zu wenden. Und es ist besser zu sagen, oh mein Gott, als irgendwelche Schimpfwörter und Fäkalienwörter zu gebrauchen, die anscheinend heute immer üblicher werden, sogar in der Sprache, in Firmen und so weiter. Richte dich an Gott. In Indien würde man sagen Om oder Om Namah Shivaya oder Om Namo Narayanaya. Mein Meister Swami Vishnu Devananda hat beim Niesen sogar gesagt, He Prabhu, O Gott, O mein Gott. Richte dich an Gott in allen speziellen Situationen. Mach das mit etwas Gefühl und spüre so die göttliche Gegenwart.